Liebe Hörer, heute geht's um alles, was Männer wirklich wollen, nämlich Frauen als Superhelden und viel mehr. Bis gleich. Wo bist du geboren? Huntsville, Alabama. Doch ich erinnere mich nicht mehr dran. Name des ersten Haustiers? Mr. Snoofers. Mr. Snoofers? Sag dich doch gerade. Hab ich bestanden? Noch nicht. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Ich hoffe, ihr könnt uns, habt noch Speicherplatz auf euren Geräten vorhanden, denn es gab ja diese Woche schon mal eine Zwischensendung und jetzt sind wir schon wieder da, meine Güte. Hallo Kate, hallo Chris. Hallo. Hallo Erik. Ja, Chris, der große Retter im Auge des Sturms hier. So nett war, ja. Bei uns ist hier gerade so ein Wirbelsturm, da fliegen die Kühe vorbei und so, wie im Film, ne? Irgendwie, ja, gefühlt, ja. Also. Tja, naja, lass uns mal mit was Schönem anfangen, mit der Sneak Preview der vergangenen Woche. Denn in diesem Film haben wir erfahren, was Männer wirklich wollen. Denn also ja. Chris und ich waren ja in dem Film und wir haben jetzt da erfahren, was Männer wollen. Nämlich. Ja, wir wussten das ja vorher nicht. Nämlich, was wollen eigentlich Männer da in dem Film? Weiß gar nicht, das ist eher. Keine Ahnung. Naja. Der eine oder die andere wird ja wahrscheinlich den Film kennen, Was Frauen wollen, mit Mel Gibson, der ja auch schon, sag mal, eine zweifelhafte Qualität an den Tag gelegt hat, aber halt irgendwie so ein bisschen charmant noch war, dass der zumindest damals etliche Leute ins Kino getrieben hat und der lief auch, kann ich mich erinnern, damals auf sehr vielen Sommerfilmen, nicht Festivals, aber wenn halt so im Sommer auf irgendeine Wiese eine Leinwand aufgebaut wird und sowas, auf, kennt ihr vielleicht, gibt es ja hier auch da, wenn die bei der Mercedes-Benz beim Museum da so ein Ding machen. Das ist halt so ein schöner, beschwingter, leichter Sommerfilm, der nicht wehtut und wo man ein bisschen lachen kann und ja, wo jetzt nichts irgendwie drin ist, was irgendjemand nennenswert stören kann, ja. Und jetzt knarzt sie übrigens wieder. Aber gut, jetzt wäre es letztes Mal was dazu sagen. Jetzt in dem neuen Film, Was Männer wollen, ist, ich weiß nicht, ob man es als Remake so richtig bezeichnen kann, also man hat sich zumindest an dem anderen Film orientiert, würde ich es mal nennen. Und der Adam Shankman, der hier Regie geführt hat, der, weiß nicht, der vorher solche im Dutzend billiger Teil 2 als Produzent gewirkt hat. Und was hat er eigentlich noch so gemacht hier? Was sehe ich denn hier? Rock of Ages, okay, da war ja ganz gut. Fand ich ganz nett. Babynator hier mit. Also, das ist so ungefähr die, ja, The Wedding Planner, nur mit dir. Das ist ungefähr das so in dem Bereich, in dem wir uns hier bewegen. Von der Art her, von Film. Hier ist es allerdings eine Frau, die plötzlich versteht, was Männer denken. Und die wird gespielt von Taraji P. Henson, die man, die wir zuletzt, glaube ich, gesehen haben bei diesem Hidden Figures in dem Film. In der unter anderem, ja. Sie war auch eine Stimme bei Chaos im Netz und habe ich auch schon rausgefunden. Und jetzt kommt ein richtig schöner Fun-Fact. Sie hat auch mitgespielt in Denk wie ein Mann 2. Oh. Anscheinend, ohne dass ich den Film jetzt kennen würde, aber anscheinend war der Film Denk wie ein Mann noch nicht vollumfänglich erklärend, dass man einen zweiten Teil gebraucht hat. Ja, eben. Oder es war einer von diesen Filmen, der so... Denk wie ein Mann 2 hatten wir in der Sneak übrigens. Echt? Aber, oh, warte mal, da muss ich mal... Ach, sie hat auch bei Denk wie ein Mann mitgespielt, sehe ich hier. Also bei mir steht Denk wie ein Mann 2. Ach, das war dieser Film. Oh, auch nicht gut. Think auch like nicht, a man 2. Auch nicht gut, der Film. Ja. Also hier in ihrer Vita steht auch Denk wie ein Mann 2012 und Denk wie ein Mann 2 2014 drin. Karate Kid hat es auch mitgespielt in dem Remake. Eine größere Rolle hat sie in der Serie Person of Interest. Na jedenfalls, diese Frau geht mit ihren Freundinnen auf Sauftour. Achtung, Klischee. Und nimmt dann von einer, also die organisieren dann so eine dubiose Wahrsagerin, die sie irgendwo aufgetrieben haben im Internet, und von der bekommen sie dann Facebook, so ein
Facebook ist doch im Internet, oder? Ja, ja, nein, ich meine, ich wollte es spezifizieren. Meine Güte. Oder Erik ist heute auf, okay, Erik, alles klar, ich weiß, in welche Richtung das heute hier geht. Verstanden, ja, verstanden. Okay, also sie, hast du mich wieder raus, die Wahrsagerin bringt dann so einen komischen Drogencocktail mit sich, wo sie sagt, hey, wenn du das trinkst hier, dann siehst du da irgendwie deine Zukunft und irgendwas, und sie legt dann auch noch Karten und die sind alle irgendwie ganz furchtbar, und sie soll dann halt mit diesem Cocktail, soll sie unbedingt was trinken, was irgendwie ganz furchtbar schmeckt. Und ja, danach, wo sie am nächsten Tag früh aufwacht, stellt sie dann plötzlich fest, dass zuerst bei ihrer Aufzugsbekanntschaft, wie hat sie den immer genannt? Den Typ, der irgendwie halbwegs gut aussieht, ja, da hatte sie doch so einen ganz üblen Namen für den irgendwie, so, weiß nicht. Ah, keine Ahnung mehr. Komisch. Aber das kommt, glaube ich, sogar schon im Trailer da. Na, jedenfalls merkt sie dann plötzlich, also der, wo sie sich immer nicht getraut hat, den anzusprechen, halt so ein Fitness-Typ, der da irgendwie gerade so angejoggt kommt immer und so. Und sie hatte eher so immer so lockere Beziehungen und so, und sie schafft es auch trotzdem nicht, ihn mal anzusprechen, weil blöderweise hat er auch immer Kopfhörer drin und sie spricht ihn dann an und er hört nichts und sie denkt, er ignoriert ihn. Ach, ist das lustig. Jedenfalls hört sie dann plötzlich, was er denkt, und nutzt es dann auch gleich aus. Und sie hat noch einen Assistenten in ihrem Job, die arbeitet in so einer Agentur, die so Sportmarketing, würde ich mal sagen, machen. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, die Arbeitsweise dieser Agentur, funktioniert das so, dass sie sich so exklusiv Deals mit irgendwelchen Sportlern sichern und die dann ja überall irgendwo unterbringen und dafür sorgen, dass hier Instagram und sowas alles richtig läuft und dass da ein richtiges Image entsteht und dass halt die Marke aufgebaut wird, und bekommt dafür irgendwie einen gewissen Prozentsatz von dem Sportler. Und da... Agenten halt, ne? Agenten, ja. Und da ist halt so, dass die versuchen, gerade an so ein junges Talent ranzukommen, wo sie hoffen, dass der, oder wo sie annehmen, dass der in den nächsten Jahren richtig abgehen wird. So einen jungen Basketballspieler. Blöd nur, dass dem sein Vater, der hat irgendwie alle Fäden in der Hand bei dem Jungen. Und der ist eine etwas schwierige Person, wenn man es mal so sagen kann. Und ich überlege gerade, wie der Schauspieler hieß, den kenne ich aus 30 Rock. Da, wie hieß denn der noch? Weißt du es gerade? Ja, okay. Kommen wir später drauf. Ich habe so viel verdrängt von diesem Tracy Film, Morgan. Ganz ehrlich. Tracy Morgan heißt der. Ja, wegen mir Tracy Morgan. Und der ist halt etwas schwieriger, mit dem ist schwierig zu verhandeln, und der redet auch irgendwie mit allen, der mit anderen Agenten auch, da entsteht eine Konkurrenzsituation. Und es ist so, in dieser Firma, die zu 98% aus Männern besteht, die Führungsriege, da ist sie halt die einzige Frau, und da gibt es so einen elitären Kreis, so Partner von der Agentur. Wenn man da aufgenommen wird, da bekommt man so symbolisch so einen Football zugeworfen und wird dann halt in diesen elitären Kreis da aufgenommen. Und das möchte sie natürlich unbedingt. Sie möchte ja dazugehören und da diese Anerkennung bekommen. Und dann wird so eine Art Rennen veranstaltet. Das heißt, wer schafft es als erstes, diesen Klienten zu sichern für die Firma, der kann sich gute Hoffnung machen, darauf Partner zu werden. Und da begibt sie sich natürlich, da will sie natürlich auch mitmachen und versucht dann auch ihre neu gewonnenen Fähigkeiten da zu nutzen, weil sie ja dann weiß, was Männer denken. Und sie lernt dann auch noch so einen anderen jungen Mann kennen, der schon ein Kind hat und so. Da versucht sie eine Beziehung aufzubauen, ja, Barkeeper. Ich glaube, allzu viel zu der Story. Ich glaube, das klingt viel zu gut, was ich gerade erzählt habe, so von der Story her. Wenn mir jemand die Story erzählen würde, klingt das ja irgendwie ganz nett und cool, aber das war einfach unerträgliche Scheiße. Also das war echt, das kann man echt keinem anbieten. Das war so ein Müll, so klischeebeladen. Gerade wenn man denkt, okay, es gab jetzt, was Frauen wollen, das war ja so ein bisschen, naja. Und jetzt denkt man, okay, in der heutigen Zeit, wenn jemand einen Film macht, der heißt dann eben, was Männer wollen, dass das vielleicht auch ein bisschen mal eine taffere Frauenrolle ist, die sich in dieser Männerwelt durchsetzt und dann auch mal ihre Fähigkeiten noch zusätzlich nutzt, um da besser voranzukommen und den Männern das mal so richtig zu zeigen, wo der Hammer hängt oder sowas. Nee, gar nicht. Sie nutzt es eigentlich
ja, man sieht eigentlich da die ganze Zeit dabei zu, wie sie trotz ihrer Fähigkeiten daran scheitert, ständig in dieser Männerwelt, wo einfach gezeigt wird, okay, hey, sie ist halt nur eine Frau, sie kann es halt nicht, ne? Egal, was sie für Fähigkeiten hat. Sie kann sogar Gedanken lesen, aber hey, sie kann es halt nicht, ne? Also, und das ist so die Grundaussage des Films, das ist nicht meine Einstellung, ja. Die Grundaussage des Films, und das finde ich einfach total bescheuert, dass sie so einen Film machen in der Art und Weise. Und ich würde gerne mal bei dem Pitch von diesem Film dabei gewesen sein, da bei der Produktionsfirma. Ja, wir machen da so einen Film. Die kriegt Fähigkeiten, aber hey, sie bleibt da das kleine Dummchen und so und kriegt überhaupt nichts auf die Reihe. Und das ist ja lustig. Darum machen wir den Film. Und wir nennen den, was Männer wollen. Hey, und alle Frauen denken, oh cool, ein Film über eine Frau. Die, nein. Oder Chris. Kann, das ist doch total geil, ja. Oder Chris, das ist doch, ey. Ey, es ist unerträglich gewesen. Also ich fand es wirklich auch unerträglich. Ich habe während dem Film ab und zu mal rübergeschaut zu dir und hast das Internet nebenher runtergeladen, hast du das selber gesagt. Also der Erik war in sein Handy vertieft. Ich musste tatsächlich zweimal irgendwie, glaube ich, kichern. Es war wirklich traurig. Also wie du es schon gesagt hast, das Bild, was transportiert wird, ist eigentlich eine Frechheit. Klar, man kann sagen, oh, aber es wurde ja probiert zu zeigen, hey, die Frauen können sich durchsetzen und nee, also auch wie du es eigentlich, ich kann das echt nur unterstreichen, du hast es eingangs schon gesagt mit ist ja ein Remake von Was Frauen Wollen und der hatte wenigstens noch ein bisschen Charme, das war jetzt nicht so komplett gequirlte Kacke, klar war es kein komplettes Meisterwerk, aber das jetzt, meine Güte, also das war, ich fand es teilweise wirklich unterirdisch. Es hat, Gott sei Dank, hat es noch auf den Pipi-Kaka-Humor verzichtet. Ich glaube, der hätte noch gefehlt. Moment. Dann wäre es so. Nee, hat er eben nicht. Na, doch schon. Ja, du, es war zumindest nicht sichtbar, aber was da alles so erzählt worden ist, wer jetzt gerade was macht und was irgendwie raus und welche Konsistenz und, also nee, danke. Also, ja. Eieiei. Wie gesagt, er hat versucht, krampfhaft lustig zu sein und er war halt krampfhaft unlustig. Das war. Mir fällt ehrlich nichts Positives zu diesem fast 2-Stunden-Epos ein. Mir fällt was Positives ein, weil es saßen ja um uns rum noch ein paar andere. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil das jetzt im Zuge dessen, was wir jetzt vorher gesagt haben, vielleicht ein bisschen negativ klingen könnte. Aber es saßen um uns rum welche, denen hat es gefallen. Ja, ist ja okay. Ja. Und das hat mich ehrlich gesagt noch mehr gewundert, weil ich habe dann die ganze Zeit überlegt, was kann da ihm daran gefallen? Ich versuche dann immer, mich so ein bisschen auf die andere Seite des Tisches zu denken und so, okay, was kann man jetzt hier witzig oder gut finden, weil die Witze, die sind einfach totgeritten worden, die sind einfach verreckt, die waren nicht witzig. Es war auch in der Sneak, war es jetzt nicht so, dass mal irgendwie der ganze Saal gelacht hätte oder so. Das bei einer Komödie, also war nichts. Also sitzt drinnen und denkst nur, um Gottes Willen und um Himmels Willen, was kommt denn jetzt noch? Ach, um Gottes Willen, ich habe hier wirklich irgendwie so meine ganze Twitter-Timeline mal aufgearbeitet und gelesen und da mal was und da kommentiert und so. Und da habe ich irgendwie das halbe Internet ausgelesen, dann gucke ich drauf, da war der Film gerade mal zur Hälfte vorbei. Da dachte ich, um Gottes Willen. Ui, ui. Ja, wie gesagt, es war mehr Qual. Also Humor ist ja, wie gesagt, jeder findet was anderes lustig. Die einen finden das lustig, die anderen das. Da kann man darüber lachen. Ist ja, wie gesagt, obliegt ja jedem. So weltoffen und nett sind wir ja, dass wir das jedem auch gönnen. Nur mich hat es halt Nullinger abgeholt. Also wirklich echt gar nicht. Und ich bin ja recht simpel zu begeistern, aber es war einfach so viel, es waren auch so viele Logikfehler, fand ich, drin und teilweise auch lieblos gedreht. Also gerade die Szene, wo der Film, mich hat der Film ja in den ersten paar Minuten vielleicht noch gehabt, aber ich habe es ja auch gesagt, mich hat er dann verloren. In dem Moment, wo die in der Bar sitzt mit ihrem Vater, da auch noch drüber schnackelt und dann den Barkeeper ausguckt und denkt, okay, mit dem mache ich jetzt mal irgendwie Knickknack und so, was ja auch funktioniert, und dann siehst du im Hintergrund läuft ein Eishockeyspiel, ja, und das ist halt in dem Fall, okay, es trifft dann wieder mich, weil da werde ich natürlich wach oder wacher und guck da hin, und du siehst viermal die Einstellung von ihr, wie sie vor dem Bildschirm hockt, und du siehst viermal oder dreimal die gleiche Szene vom Spiel.
Ja. Und das ist einfach nur Banane. Also das sind so Sachen, da könnte ich mich zu Tode drüber aufregen, weil das sind so Basics und die haben von dem Film überhaupt nicht funktioniert. Das ist genau das Gleiche, wie wenn die Uhrzeit im Film nicht vorangeht. Da haben wir einen großen Digitalwecker am Nebenbett stehen und da variiert die Uhr auch immer. Solche Sachen finde ich einfach echt Banane. Sowas finde ich geht gar nicht. Das soll ein guter Regisseur, meiner Meinung nach, achtet auf solche Kleinigkeiten. Weil da ist dann sage ich, okay, der hatte Bock auf das Projekt, der will das durchziehen, der macht das von vorne bis hinten, wenn dann auch richtig. Und klatscht halt nicht so eine lieblose Scheiße hin wie das da. Ich scrolle gerade ein bisschen bei der IMDb rum, ey. Wenn du dann nur die Überschriften liest, ja, von den letzten Kritiken, Junk, don't waste your time, should be a zero star, weil du kannst nur ab einen Punkt geben. Oder hier, lots of jokes are swing and missed in this one. Also, ist eine gute Golf-Allegorie, weil er holt halt mit dem Schläger ganz, ganz weit aus, fixiert sich auf diesen Joke, ja, und dann kommt der Swing und dann wird richtig schön daneben gehauen, ja. Und genauso ging es in dem Film wirklich die ganze Zeit, ja. Du hast gemerkt, ah, das könnte witzig werden und voll daneben, wo du dachtest, oh, ist ja furchtbar, furchtbar. Ja. Also, ich weiß gar nicht, wie steht er eigentlich gerade in unserer Gruppe da? Hier hat er irgendwie, ist es auch wieder so ein gemischtes Bild oder? Weil er steht schlecht da, er hat allein sechs Votes für einen Punkt. Aber auch dann fünf für sieben. Mhm. Und drei für vier, zwei für drei, zwei für zwei für sechs, einer für fünf und das war's. Also und einer schreibt drunter, was für ein unglaublicher Müll. Hat jemand kommentiert. Ach so, ja, das kommt mir bekannt vor. Hat schon 3 Likes, mein Kommentar. Ah ja, Mensch, ey, was haben sie uns da wieder? Weil, also 5 Leute fanden ihn auf jeden Fall nicht schlecht, weil die geben 7 Punkte. Vor allem, wenn das hier irgend so ein... Das sind alles Männer. Wenn das irgend so ein Indie-Ding gewesen wäre, wo man sagt, ja, so eine kleines produziertes Komödchen oder sowas, da hätte man wahrscheinlich noch viele Sachen verzeiht, aber hier so ein Big Budget, irgendwie so AA-Titel von einem großen Studio, ey, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Und du kannst heutzutage nicht so einen Film machen. Das geht auch so nicht. Hast du doch gesehen? Ich meine, wir sind nur zwei Typen gewesen, ja. Wenn wir schon das sagen, ey, das geht nicht, das kannst die Frauen nicht so zeigen. Das geht einfach nicht. Und das will man auch nicht sehen so. Du willst nicht hier so die ganze Zeit am Scheitern sehen und rum und . Und wo du noch gesagt hattest, hier, dich hat der Film erst bei der Eishockey-Szene verloren. Ja, endgültig verloren. Also mich. Endgültig verloren. Also bei mich hat der Film am Anfang schon in dieser völlig klischeebeladenen Szene verloren, wo die mit ihren Mädels unterwegs ist und die ganze Zeit. Ah, yeah! Oh, die ganze Zeit, ey, das war nur so ein Gespräch, ja. Es ging vielleicht 5 Minuten, wirklich totgeritten ohne Ende. Ey, furchtbar, furchtbar. Also, wie haben die gemacht, Erik? Ich hab's gerade nicht. Ganz gemacht. Furchtbar, spul zurück. Kapitelmarken, sei Dank. Ah, oh, nee, ja. Das war unerträglich. Also, ich gebe da auch nur einen Punkt. Ja. Ich gebe 2, weil ich 2-mal lachen musste. Ich hab ein paar Mal gedacht, ob ich nicht besser heimgehen sollte. Ich habe ihn nicht gesehen und gebe ihm 0 Punkte. Das geht nicht. Du musst ihn jetzt auf jeden Fall noch angucken. Nein. Aber sowas von, du wirst ins Kino geschnallt. Naja. Nein. Wenn wir einmal in diesem Internet sind, wie sieht's denn da aus mit den Tipps für morgen, für die nächste Sneak? Tipp für den 11. März 2019 für die Sneak Nummer 991, also wir bewegen uns immer mehr auf die 1000 zu, ist schlicht und ergreifend Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Hätte man auch durchaus diesmal fragen können. Euer Ernst hier, der Film? Oh, es sind ja schon viele, ja, Kate, ganz viele Tipps reingegangen. Starte mal rein hier. Also, Slenderman, da hätte ich ja irgendwie Bock drauf. Wobei, Horrorfilm und Sneak funktioniert nicht so gut. Aber Slenderman dann haben wir noch, doch schon. Ich habe keine Ahnung. 2018 eigentlich, ja, keine Ahnung. Rocker, das ist dieser Kinderfilm. Iron Sky 2 mit einem Smiley dahinter. Honey in the Head, in Klammer für Sadisten, wurde getippt. Irgendwelche Spaßtipps können wir ja nicht brauchen, Leute. Könnt ihr euch mal da richtig hier reinarbeiten in das Thema? Also. Ein Gauner und Gentleman, die Goldfische, Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks, Dumbo, die Realverfilmung und Asterix. This Mountain Life. Asterix würde ich gern sehen.
Dumbo ist auch cool, aber den kriegen wir nicht. Goldfische, das sah auch ganz nett aus. Da hatten wir auch letztens mal den Trailer. Das könnte. Goldfische kann, glaube ich, richtig witzig werden. Könnte ein Wink mit einem Zaunsfall sein. Das wäre da. Naja, sind wir mal gespannt, was uns da so erwartet. Und jetzt begeben wir uns mal in den anderen Frauenpower-Film, den wir gesehen haben. Aber den richtigen, würde ich mal sagen. Wer von euch möchte denn mal was über Captain Marvel oder Marvel erzählen? Die Dame erzählen? Natürlich. Wieso ich? Weil ich den so feier. Ja. Wir waren am Donnerstagabend in dem wunderbaren neuen Marvel-Film Captain Marvel. Für alle, die nicht wissen, um was es bei oder wer Captain Marvel ist, eine kurze Zusammenfassung. Es gibt eine Star Force Elite-Einheit von der Spezie Kree, wo die Verse, also gespielt von Brie Larson, eine Soldatin ist. Die wurde dort ausgebildet und wird eben geht immer auf Missionen, um das Weltall zu beschützen, zusammen mit ihrem Teamleader, gespielt von Jude Law. Und genau, die sind dann mitten im Weltall und kämpfen gegen ihre Erzfeinde, die Skrulls. Und dabei stürzt sie mit einem Schiff, ich sag jetzt mal nichts Genaues, auf der Erde ab. So, ist also getrennt von ihrem Team, hockt mitten auf der Erde und muss jetzt versuchen, da Kontakt aufzunehmen. Und je länger sie auf der Erde ist, desto mehr merkt sie, dass sie da, glaube ich, schon mal war. Also sie hat dann auch so wie so Gedankenblitze im Kopf und dann poppen so Bilder in ihrer Erinnerung auf, die sie aber nicht einordnen kann. Und kurz nach ihrem Abschluss auf der Erde trifft sie auf den S.H.I.E.L.D.-Agent Nick Fury, gespielt von Samuel L. Jackson, und zwar ohne Augenklappe. Und die beiden machen sich so ein bisschen auf den Weg, herauszufinden, zum einen, wer sie wirklich ist, und sie müssen die Erde beschützen vor den Skrulls, denn die Skrulls haben auch ein paar Kollegen auf die Erde geschickt. Und das Problem an den Skrulls ist, die sind Gestaltwandler, also die können ihr Äußeres allem anpassen. Und das heißt, die verwandeln sich halt mal in irgendwelche Menschen und können da fröhlich durch die Erde, auf der Erde rumlaufen, ohne dass es jemand merkt. Und das wollen die halt verhindern, die beiden. Und ja, das ist so die Grundstory. Da passiert natürlich noch wesentlich mehr, aber darüber möchten wir erst im Spoiler-Talk reden. Sie findet aber auch raus, wie sie wirklich heißt, und zwar Carol Danvers. So viel ist noch zu sagen. Ja, das ist die Story. Ja, und ist natürlich ein wichtiger Brückenschlag zum Avengers Endgame, beziehungsweise bei dem vorhergehenden Avengers-Film gab es ja eine Outtake-Szene, in der Captain Marvel gerufen wird. Und nicht eine Outtake-Szene, es war eine Post-Credit-Szene. Ja, am Ende des Films. Ja, meine ich genau, Post-Credit. Die quasi, wo dann Captain Marvel gerufen wird. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Relevanz haben für das ganze MCU, und das bleibt dann spannend. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, hier reinzugehen, denn auch hier gab es eine Post-Credit-Szene, die wir natürlich jetzt hier in dem spoilerfreien Talk erstmal noch nicht ansprechen. Und ja, so kann man das, denke ich mal, zusammenfassen. Also schön ist, dass es so in den 90ern gespielt hat. Auch ein paar popkulturelle Referenzen drin waren, die mir sehr gut gefallen haben. Die ich jetzt auch mal nicht verraten möchte. Weil wir sind ja so zeitig drin gewesen. Ich glaube, da möchten viele noch vielleicht noch reingehen in den Film. Ich habe jetzt gelesen, dass in meiner Filterbubble wollen jetzt viele erst am kommenden Wochenende oder dann wieder reingehen. Na, weil viele jetzt vielleicht noch in Ferien irgendwie unterwegs sind. Tja. Ja, fand man gut, oder? Ne? Fand man ziemlich gut. Ich fand den richtig, richtig gut. Also ich habe immer so ein bisschen, also ich hatte immer war Captain America, war ja immer mein Lieblings-Avenger. What? Und dann hat er ja ein bisschen Blödsinn gemacht und dann fand ich den doof. What? So, und dann kam Doctor Strange, und Doctor Strange war einfach eine coole Socke. Das war dann so mein neuer Lieblings-Marvel-Superheld. Aber es tut mir sehr leid, Doktor. Die gute Carol ist halt einfach eine geile Sau. Die hat halt mal alles abgelöst, ne? Also abgesehen davon, dass sie halt unglaublich stark ist, ist sie halt auch eine richtig
coole Person. Also einfach von der ganzen Art und Weise. Sie ist so teilweise ein bisschen trocken und ja, zieht halt ihr Ding durch und hat aber trotzdem eben mit ihr, mit diesen Flashbacks zu kämpfen, mit denen die sie da hat, mit ihren Erinnerungen. Und ich muss sich versuchen, selber zu finden. Aber das, oftmals kann es sein, dass bei solchen Filmen, wenn jemand so sich irgendwie das Gedächtnis verloren hat, dass dann auch diese ganze Persönlichkeit verloren geht. Und das ist halt bei ihr nicht der Fall. Sie ist halt voll die Fighterin, von Anfang an immer wieder aufgestanden und das wird sich auch nicht ändern. Ja? Und das wird über den Film hin, also die Entwicklung, die sie, finde ich, durch den Film hin macht, das ist so unfassbar gut dargestellt. Also sie wird gefühlt, statt mal irgendwo Schwäche zu zeigen, sie wird immer stärker, also auch von der Persönlichkeit her. Und das macht den Film einfach, finde ich, nochmal eine Stufe besser als alle anderen zuvor. Captain America. Erik klingt ja Captain America. Dieser lame Typ mit dem Schild. Oha, jetzt Vorsicht, ey. Ich habe hier eine Captain America Actionfigur. Wenn du nicht brav bist, tue ich sie dir auf den Kopf hauen. Okay. Naja. Aber Dr. Strange ist schon cool, ja. Ja, aber jetzt ist Carol leider ganz vorne. Ach du Scheiße. Abgelöst von... Ja. von Erik, Vorsicht. Heute haust du raus, ey. Also heute will Erik es heute wissen, hey. Das ist ja... Ja, aber Captain Marvel auf jeden Fall, obwohl sie ja wahnsinnig mächtig ist, also, was da so gezeigt wird dann, also sie hat ja am Anfang, gut, über den Rest, da reden wir mal später, ja. Ja, das ist schon, also das mit diesen Erinnerungsfetzen, das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt, also ich kenne ja jetzt die Vorgeschichte jetzt noch nicht so sehr und die Comics und sowas, da hier auf einmal diesen Planeten. Ich habe schon ein bisschen gehofft, dass es jetzt nicht die ganze Zeit hier so, sag mal in Anführungszeichen, außerirdischen Action ist, ja, sondern dass es auch irgendwie mal auf die Erde kommt oder so. Und ist ja dann relativ schnell passiert, dann zum Glück. Ja, und dann hatte mich der Film eigentlich voll und ganz gehabt. Also diese, sag mal so, diese dezente 90er-Atmosphäre, die da in dem Film war, ich habe dann hinterher so gesagt, ich hätte gerne ein bisschen mehr gehabt, aber ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, wahrscheinlich war es sogar besser so, dass es nicht zu viel war, sondern hier mal war es und da mal ein Gameboy und da mal irgendwie war es. Die du ja überhaupt nicht gefeiert hast, den Gameboy. Das ist ja fast aus dem Sitz gesprungen vor Freude, als das auch das Geräusch kam. Ja, genau. Muss ich auch mal sagen. Nee, aber du hast schon recht, die Atmosphäre, die 90er-Atmosphäre war super, allein auch vom Soundtrack her. Das war natürlich auch richtig, richtig gut gemacht. Wobei man vielleicht noch gucken muss, ob wirklich alle Songs auch zu dem Zeitpunkt, ja, vielen Dank dafür, ob wirklich alle Songs zu dem Zeitpunkt auch schon draußen waren oder da waren oder ob sie da schon gab oder veröffentlicht waren. Das ist, ja, da sehen wir mal großzügig drüber hinweg, weil einfach super. Das fängt, wie gesagt, der Film fängt ja schon großartig an. Und jetzt dazu spoilern einfach. Oh, ja. Teilweise müssen welche, die da einen Auftritt haben, gar nichts sagen. Und es ist einfach nur witzig, weil die Mimik schon stimmt. Ich erinnere da an Securities. Ich finde, da sind unglaublich tolle kleine Details drin, auch um andere Menschen zu ehren. Sagen wir es mal so. War das eigentlich da eine echte Aufnahme? Oder das war jetzt mit Computer gemacht, oder? Das war noch das Letzte. Okay. Ja. Also wir reden vom Stan Lee Cameo, was ja durchaus, ist ja jetzt keine Verwunderung, dass da einer drin ist, das kann man ja sagen, also wollte ich jetzt und auch das, was er in der Hand hält und liest, ist halt sehr gut. Das ist halt so schön durchdacht, ja, das ist halt wirklich, da war einer wieder mit viel Liebe dabei. Obwohl das, was er da liest, das war echt übel. Ja, aber es passt halt in die Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und zu ihm. Ja, genau. So, jetzt habe ich neue Batterien drin in meinem Gameboy. Ich habe gerade. Machen wir jetzt hier mal Spoiler-Talk? Können wir machen. Schon. Bitte. Können wir machen. Ich habe auch hier einen neuen Jingle. Achtung, Spoilerwarnung. Nee, wie war das? Wenn das nicht geht, da muss man hier das Modul rausnehmen und mal reinpusten, ne? Ja. mein Super Mario Land geht nicht mehr. Na los. Was? Geht nicht mehr. Was? Geht nicht mehr. Also ich muss ja, fangen wir mal vorne an. Fangen wir mal allein. Hast du gerade Fuck gesagt? Nein. Du hast gerade Fuck gesagt. Ja, richtig. Ich habe das F-Wort gesagt. Ich hab's auch wieder gesagt. Jetzt geht's wieder. Das hilft mit dem Reinpusten.
Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Aber wie soll denn das verstauben? Das gibt's doch nicht. Ich dachte immer, das wäre nur so eine Urban Legend. Wahrscheinlich ist es einfach nur durchs Rausen wieder reinmachen. Vielleicht hat es irgendwie schief gesessen oder so. Ha, krass. Okay, weiter bitte. Wir fangen vorne an. Ich fand es super geil, dass das Marvel diesmal anders eingeblendet wurde. Ja. Ihr auch? Ja. Dass mal die Captain, die ganzen Charakter von... Das fand von, ich aber nochmal eine schöne Hommage, ja. Einfach anders dargestellt worden sind und ja, fand ich gut. Ja. So, das war's mit dem Spoiler-Talk, wunderbar. Ja. Nee, also ich möchte im Spoiler-Talk bitte über die Katze reden. Ach so, ne, die haben wir jetzt so gar nicht erwähnt, siehst du mal. Ja. Goose. Goose. Ja. Goose ist der heimliche Held dieses Films. Ich finde den so geil. Der ist so süß. Ja, gespielt von vier Katzen. Ja, aber er ist ganz doll gefährlich auch. Genau, womit man ja gar nicht rechnet. Das war so eine lustige. War das irgendwie? Nimm das weg. Wusstet ihr das schon irgendwie vorher? Nein. Ist das irgendwie comic-relevant irgendwie da? Das, also ich kenne es nicht. Ich hatte keine wirkliche Erinnerung dran, wenn dann also. Also da hättest du ja bestimmte Erinnerungen gehabt, wenn das schon mal irgendwo gewesen ist, dass plötzlich eine Katze da so riesen Fangarme da vorne wie so ein Alien und dann irgendwie die Leute reinzieht dann. Ja. Aber wie es halt immer bei Katzen ist, sind halt einfach völlig unzuverlässig und kosten dich auch mal ein Auge. Und genau, die wissen halt auch nicht, genau, du kannst dich halt nicht drauf verlassen und mal so, mal so. Ich habe jetzt im Internet diverse Diskussionen mitbekommen, dass die Art, wie der das Auge verloren hat, nicht gut angekommen ist in der Community. Ich fand's jetzt okay, weil da referenzieren, da gab es dann hier so diverse Reddits, wo dann irgendwelche Screenshots von oder irgendwie Fotos von Comic-Szenen, wo dann so Sprechblasen sind, wo er irgendwie erzählt, wie er das verloren hat und erzählt dann halt irgendwie so, ja, so und so wäre, also er hat es nie richtig gesagt, ne? Aber es war zumindest die Andeutung, dass er irgendwie im Kampf, ja, irgendwie Kampf um Leben und Tod irgendwo, ne, und kann natürlich auch sein, dass er sich diese Legende zurechtgelegt hat, damit er nicht sagen muss. Es wurde ja auch schon im Film angedeutet. Ja, ich sage, dass sich da was anderes überlegt. Sondern dass bei diesen Fans, das, was ich so mitbekommen habe in dieser Filterbubble, dass da sehr viele das jetzt kritisieren, dass das doch nur so was Banales ist, wie das... passiert, die hätten sich da irgendeine coole Story da erhofft. Ja, aber es ist ja auch schon am Anfang gleich, wo er da, also wo die Anspielung auch auf Pulp Fiction ist, wo er sich ja da gewaltig den Dings, den Rübel anschlägt und da schon die Platzwunde über dem Auge hat, da haben auch der erste Gedanke so, ah, so hat das verloren. Ist ja auch nicht so. Aber der hat ja da auf der. Aber wir haben jetzt vorgestern, was glaube ich, hier Infinity War nochmal angeguckt. Komplett und da gibt es eine Szene, wo Thor quasi ein neues Auge bekommt von Dings hier, vom Rocket. Und warum kann man jetzt ihm nicht eins geben? Ja, jetzt dann inzwischen wahrscheinlich. Fury und Rocket kennen sich doch noch gar nicht. Ja, eben. Aber Fury ist doch der von Avengers, ne? Jetzt wollen wir doch mal... No? Nick Fury, und jetzt mal, jetzt musst du aber aufpassen, weil, Entschuldigung, eben verschlucke ich mich auch noch. Ganz arg wichtig, im Dingsen, gegen Ende wird Fury ja von Agent Clouston, hängt es aber drin, wird ja so ein Dingsen auch hingelegt, so eine Auswahl an Augen. Ah ja. An Glasaugen, richtig? So. Und wenn du die Avengers richtig verfolgt hast, ist das Auge. In einem der Filme nämlich ein ziemlich wichtiger Punkt, weil er damit nämlich was auslösen kann. Aha. Wenn wir uns mal zurückerinnern. Ich weiß, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in welchem. Ich meinte aber so ein richtiges Auge, wie das, was Thor bekommt, der hat ja dann ein Kameraauge. Ja, sinnig, dass dann, wie das auch später weiterläuft. Also das finde ich schon okay. Weil das Auge ist ja dann auch wieder so ein Geheimnisding. Deswegen. Ah, bleibt spannend. Also auf jeden Fall war sehr cool. Ja. Ach so, Chris hat sich gerade gemutet, hat mich gerade gewundert jetzt hier. Ja, habe ich gerade, weil ich nebenher kurz eingegangen bin, Entschuldigung. Also. Ich fand es auch geil, am Anfang, wo es dann immer hieß, ja, behalte dich unter Kontrolle und behalte deine Gefühle im Zaum. Und dann darf sie endlich ihre Gefühle nicht mehr im Zaum halten, sondern freien Lauf lassen. Und das ist halt so geil, wie sie da schwebt, ja,
mit diesen Blitzen und die Haare so fliegen, es ist einfach bam, in your face, so gut. Obwohl, die Szene fand ich gerade ein bisschen quatschig dann. Aber na gut. Ja, ich weiß nicht, das, mir hat es dann sehr gefallen, dass, wie sie es dann gemacht hat, aber das mit diesen, wo dann die Augen noch geglüht haben und sowas. Ich meine, das ist so eine typische Superhelden-Szene. Klar, das musste irgendwie rein, aber das fand ich da ein bisschen too much. Das fand ich nicht. Ich weiß auch, das hat so richtig gezeigt, okay, in ihr brennt wirklich alles. Deswegen fand ich das. Und auch diesen Twist, der sich ja relativ schnell angedeutet hat, dass ja eigentlich die Skrulls gar nicht die Bösen sind, sondern die Kree die Bösen sind, fand ich auch echt gut. Ja, das war ganz, ganz cool gelöst, wie dann plötzlich der eine Typ da, der Ferengi, da bei denen aufgetreten ist und dann gesagt hat, hier, Moment mal, hier, geh mal in dich. Und ja, das war echt. Oder auch, wo sie dann bei ihrer ehemaligen besten Freundin dann zu Hause war. Ne? Ich meine, kein Vergleich zu dem Film, was Männer wollen. Ja, also diese besten Freundinnen, die da, oh ey. Ja, nee. Und dann mit dem Kind auch. Und, na, war schon einfach so das Raumschiff da. Marvel hat einfach verdammt viel richtig gemacht. Ja. Also die haben da verdammt viel richtig gemacht. Und, es wird dann sehr viel erklärt. Ja. Ich finde es auch gut, dass die... Auch. Seit Thor Ragnarok da auch so ein bisschen diese, ein bisschen charmanter und amüsanter die Filme machen, also noch amüsanter, sag ich mal. Und das hat dem Film ja auch sehr, sehr gut getan, ja, dass da doch mal ein oder andere Witze drin waren, wie mit der Katze so, hey, wie so eine Waffe nach vorne gehalten, also, ey, schieß, schieß. Okay. Naja, ist schon richtig. Also wie gesagt, verdammt viel einfach richtig gemacht und ich muss sagen, ich hatte wirklich Gänsehaut bei der Szene nach dem ersten, also bei der ersten Post-Credit-Szene hatte ich wirklich Gänsehaut. Weil bei der ersten, die war gut. Die zweite war ja völlig unnötig, da noch so lange zu warten. Ja und nein. Ja und nein wieder, weil ist ein bisschen komisch, vielleicht ein bisschen seltsam. Auf der anderen Seite ergibt es durchaus für mich auch wieder Sinn, das zu machen, weil die Frage war wir wissen ja gar nicht wie und was und ach, der wird schon irgendwann auftauchen. Ja, und flupp ist er da und dann ist ja auch die Frage, wer findet den Tesseract im Büro? Habt ihr irgendwas mitbekommen wegen der Zeit? Also wir haben jetzt gerade nochmal Avengers angeguckt gehabt und da gab es dann die Szene, wo die sich alle in Staub auflösen, da drückt er gerade noch, wie viel Zeit da jetzt vergangen ist zwischen dem Drücken, weil die haben irgendwas gesagt gehabt in dieser Post-Credit-Szene, so nach dem Motto, ja, wir machen das schon seit so und so vielen Jahren oder so, keine Ahnung, läuft das jetzt? Und haben extra ich glaube, seit Wochen wahrscheinlich, oder mehrere Tage wahrscheinlich. Waren das Wochen, ja? Ich weiß es nicht genau. Also vielleicht hat man das auch mit Absicht offen gelassen. Aber ich habe nach dieser Post-Credit-Szene habe ich so Bock auf Endgame, das ist unfassbar. Und ich bin gottfroh, ganz ehrlich, ich bin gottfroh, dass zwischen Captain Marvel und Endgame jetzt nur 4 Wochen liegen quasi und nicht ein ganzes Jahr. Ich werde durchgedreht, glaube ich. War ja auch einer... Nächsten Monat, Endgame! War ja auch einer der Kritikpunkte, dass viele oder manche gesagt haben, ja, Captain Marvel ist ganz nett, aber dient eigentlich nur so als Teaser für Endgame. Aber finde ich nicht, weil er hat eine eigene Geschichte und die auch extrem viel Spaß macht und ja. Ich möchte übrigens an der Stelle auch nochmal oder einfach mal generell erwähnen, dass ich Brie Larson extrem stark fand in der Rolle. Ja. Ja. Also ich finde, die hat das richtig gut verkörpert, auch immer dieses Zurückhalten, dann wieder dieses Raus mit den Emotionen, dann wieder hier, dann da, dann doch wieder präsent sein, dann nach Niederschlägen immer wieder aufstehen. Ich fand das richtig, richtig gut. Also ich habe es ihr abgekauft, die Rolle. Und ja, ist für mich eine echt runde Sache. Eine brutal runde Sache. Definitiv. Die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Trotz 3D. Wobei ich das 3D fand ich, also die Weltraumszenen, wenn da irgend so ein Vehikel ist, was fliegt und man sieht das dann so aus der Perspektive des Piloten, ja, das finde ich schon extrem geil, wenn man das so, weil das sieht echt gut aus, kriegen sie momentan richtig, richtig gut hin. Und auch die Projektion da im Gloria, die hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr klar, das Bild, und
Ja, wir hatten ja da schon ein paar Mal Filme gesehen gehabt, aber es war, glaube ich, jetzt der erste 3D-Film, den wir da gesehen haben, wenn ich mich recht erinnere. Kann das sein? Ich überlege gerade, die anderen waren eher 2D, ne, die wir da. Also war eine tolle Projektion. Das Einzige, was mich halt immer ein bisschen stört, ist so die, bei 3D, da gibt es manchmal so Szenen, wenn da so eine Person vor einem großen Nichts ist, irgendwie wie hier jetzt gerade, dass dann die Person irgendwie so klein wirkt. Die wirkt dann so ein bisschen so spielzeugmäßig. Aber das ist eher so der Technik von 3D geschuldet. Aber sonst fand ich, die ganzen 3D-Geschichten haben mir sehr gut gefallen in dem Film. Also bei den normalen Dialogszenen war jetzt nicht so viel, aber gerade bei denen, wenn es irgendwie ums Fliegen ging oder irgendwas. Selbst die Kämpfe, die waren halbwegs flüssig. Normalerweise ist ja bei 3D immer schwierig. Da kommt man kaum hinterher, welches Bein gehört jetzt wem und so. Aber hat hier gut gepasst. Ich finde es übrigens, ich habe gerade eine Kritik zu der Endszene gelesen mit drei Problemen. Zum einen eine holprige Post-Credit-Szene und daraus entstehen drei Probleme. Captain Marvel wird um ihr eigenes Ende gebracht. Finde ich eigentlich nicht, weil es sind 90er Jahre und da ist so viel Zeit noch dazwischen, da irgendwas zu machen und zu tun. Also finde ich jetzt nicht. Und es wurde ja auch angekündigt, es ist ja auch kurz vor Endgame, klar mache ich da nochmal was. Dann der Cliffhanger von Avengers 3 Infinity War verblasst. Nein. Wie gesagt, sehe ich jetzt auch nicht. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich hatte wirklich Gänsehaut in dem Moment, weil ich gedacht habe, ach du Scheiße. Und Avengers 4 Endgame büßt an Spannung ein. Nein. Nö, gerade nicht, finde ich. Eben ja, ne, gerade nicht. Okay, also sehen wir das. Weil ich freue mich da gerade drauf, weil jetzt gerade, wo ich das nochmal geguckt hatte, auch den Infinity War, freue ich mich richtig drauf, wenn Captain Marvel zusammen mit Thor, weil das sind irgendwie die beiden, wo ich denke, die könnten es schaffen und die Katze natürlich, wenn die Thanos irgendwie dann in die Schranken weisen und so. Wobei ich mich frage, wie es dann weitergehen soll, ob die dann auf diesen Planeten von Thanos, wo der auf seiner Veranda sitzt und den Sonnenuntergang anguckt. Nie von ihr gehört. Und dann, genau. das war ja mein Instagram. Dann hinfliegen und sagen, hey, gib mal jetzt deinen Handschuh her hier, jetzt hast du und dann die Infinity-Steine wieder verteilen. Also ja, aber die Frage ist ja, nein, die viel wichtigere Frage ist, zum einen, wo sind die zerstaubt zerfallenen? Sind die wirklich tot? Oder sind die, wie ja viele vermuten, in dem Seelenstein gefangen? Ja? Und vor allem, wie kriegen sie die da wieder raus? Naja, könnte auch sein, es gab ja diesen... kommen die zurück? Es muss ja sein. Also jetzt mal ganz ehrlich, logisch gesehen, müssen die ja zurückkommen. Es gibt ja schließlich einen neuen Spider-Man. Es gab ja diesen einen Stein, ich glaube, der Zeitstein war es, wo man die Zeit zurückdrehen kann. Ne? Ja. Das würde ja reichen, wenn die das schaffen, da die Zeit so weit zurückzudrehen, dass sie da an dem Punkt sind, wo kurz bevor der den Handschuh da ausziehen könnte, wo dann Quill dann ja quasi eine eigene Agenda verfolgt, dann wo er erfahren hat, dass Gamora tot ist und nicht mehr mit den anderen an dem gemeinsamen Ziel arbeitet und weshalb es da dann schief geht. Beziehungsweise, ihr merkt, ich bin voll im Thema drin, weil ich habe es gerade erst geguckt. Dr. Strange hat ja, also so da saß und so rumgeglitscht hat, ne, hat er gesagt, ich habe hier 327 Millionen Möglichkeiten identifiziert und alle sind schiefgegangen, außer einer. Das kann natürlich sein, das ist ja ein kluger Mensch, ist ja nicht umsonst dein Lieblingscharakter. Von dem alten wollen wir nicht anfangen, aber dein aktueller. Mein weitlichster Lieblingscharakter jetzt. Und der Erik, heute hat das du. Also, Naja, also, pass auf, jetzt kommt, pass auf. Und er hat ja gesagt, es gibt eine Möglichkeit, wie wir es schaffen. Das heißt ja jetzt noch nicht, dass bei Ende von Infinity War, dass damit die Möglichkeit vergeigt ist, weil er das nicht vorhergesehen hat, dass Quill hier nicht mehr denen mithilft, sondern halt über Gamora trauert. Sondern es kann ja auch sein, er hat das vorausgesehen, selbst dass er sterben wird, ja. Ja. Aber dass dies die einzige Möglichkeit ist, wie es insgesamt alles wieder gerettet werden kann. So, das wäre nämlich. Da hoffe ich ja drauf. Ja, wird doch so sein. Also irgendeine Möglichkeit gibt es ja, die lassen ja nicht alle. Ich möchte da jetzt auch nochmal kurz reingrätschen in der Szene bei Infinity War am Ende, als Nick Fury den Pager rausholt. Ja. Und da ist mir, das ist mir jetzt. Weil ich es jetzt auch gerade nochmal nachgelesen habe, nochmal irgendwie auch anders bewusst und es tatsächlich könnte es sogar zutreffen.
der macht es nicht irgendwie in Hektik. Der guckt sich das an und macht es echt noch in Fupp, macht es halt noch schnell, als ob er wüsste, was kommt. Meinst du? Ja, der muss halt auch erstmal gucken, wie das Ding funktioniert dann. Nee, der weiß, wie das funktioniert. Ich glaube, dass Nick Fury, für mich klingt es so einfach so, wenn ich jetzt die Szene mir nochmal ins Gedächtnis rufe, und ich muss die jetzt nochmal gucken auch deswegen, ich glaube, Nick Fury wusste mehr und ich glaube, Nick Fury wusste, was passiert. Das glaube ich. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ach, woher sollte denn? Das glaube ich ehrlich gesagt woher? Nicht. Ja eben, woher denn? Tja, und das ist eine große Frage. Ich glaube, er sieht hier... Nee, ich glaube es ehrlich nicht, weil er wäre viel zu verdattert, dass jetzt hier sich die Leute um ihn rum auflösen. Ja, aber warum außerdem, ruft wer sagt Nick Fury nicht? Erst jetzt, warum ruft er erst, als die sich anfangen aufzulösen, warum ruft er erst jetzt Captain Marvel nach der ganzen Scheiße, die vorher passiert ist? Warum? Ja, aber pass auf, ja, das ist ja auch eine Frage, die ich mir stelle. Aber wenn er, sagen wir mal davon aus, er ist überrascht über all das, was passiert. Es wird per Schnippverfahren die Hälfte einfach so ausgelöscht. Wer sagt denn nicht, dass Captain Marvel auch ausgelöscht wird? Das sagt uns die Endszene und der Film. Ja, natürlich, aber rein theoretisch. Er kann doch nicht wissen, dass wenn er sie jetzt ruft, dass sie auch wirklich kommen kann. Naja, also ein Versuch wert. Das ist schon richtig, ja. Das ist vielleicht das Einzige, was ihm da noch eingefallen ist in dem Moment. Eben, das ist das Nächste. Die letzte Rettung. Ja. Wird schon seinen Sinn haben. Das wären lange 4 Wochen, Kinder. Ich kann mir echt vorstellen, dass Nick Fury weiß, was passiert. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Sagt, hey, naja, ich sag dir was, wenn du irgendwann mal anfängst, dich in Staub aufzulösen, dann ist die Welt wirklich das am Arsch. Ja. Naja. Gut, sind wir soweit durch hier, oder? Mit dem Spoiler-Talk. Fehlt uns noch irgendwas Wichtiges? Wir sind natürlich gespannt auf die vielleicht Kommentare und falls jemand auch spoilerbehaftet kommentieren möchte, es gibt ja diese Funktion, nennt sich Rot13, vielleicht einfach mal bei Google eingeben, also Rot13, das ist quasi eine Verschiebung von Buchstaben. Da gibt es eine Seite, die heißt rot13.com, da gibt man irgendeinen Text rein und unten steht dann der kodierte Text, den einfach dann bei uns als Kommentar reinschreiben und mit einem Hinweis Rot13, dann kann man das ganz leicht dekodieren und auch drauf eingehen, eventuell im nächsten Spoiler-Talk, damit das nicht im Klartext irgendwie zu sehen ist. Jo. Ah ja. Ja. Teste das gerade, das ist ja spannend. Das hat man ganz, ganz, ganz früher gemacht, da in den Internet-Newsgroups und so weiter, in den Film-Newsgroups. Das ist halt eine einfache Möglichkeit und jeder kapiert es eigentlich dann. Ist halt sofort selbsterklärend und da brauchen wir kein Plugin, irgendwas, was irgendwann nicht mehr tut, sondern... Jo, dann sind wir durch mit dem Spoiler-Talk. Dann sind wir wieder hier und machen im normalen Programm weiter. Wir müssen noch Punkte geben. Das hätten wir im Spoiler-Talk machen müssen. Nee, nein, müssen wir jetzt machen. Na dann, was gibst du? 10 Punkte. Trotz, dass Captain America nicht mitspielt. Ja. Tut er doch. Ja, irgendwie tut das. 10 Punkte. Der Film hat mich einfach von vorne bis hinten begeistert. Ich möchte nichts ändern. Und ich bin befangen, weil ich jetzt Brie Larson-Fan bin. So. Ja. Ich habe lange überlegt, aber jetzt, wo ich, also ich hing bei 9, aber jetzt, wo ich nochmal drüber gesprochen habe und alles, was so zusammenhängt und auch, was ich auch nochmal ganz kurz erwähnen möchte: Ben Mendelsohn. Ja. 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 Ben Mendelsohn. Der so oft jetzt immer Arschlochrollen hatte. Ja. Na, in Rook One, in Ready Player One, in Robin Hood. Er hatte immer irgendwelche Arschlochrollen. Und diesmal nicht unbedingt. Und auch den fand ich sehr, sehr cool. Und deswegen, wir haben übrigens all das, hier vorhin vergessen, die Katze zu erwähnen. Goose, ja. Goose, die Katze. Und jetzt trotzdem nochmal, deswegen, weil wir auch nochmal drüber gesprochen haben und weil so viel Positives einfach hängen geblieben ist, bin ich bei 9,5 von 10. Ich bin bei 8,5. Spalter. Ey, komm, Spalter. Das ist schon. Was mir halt zuletzt immer sehr gefallen hat, waren halt wirklich diese opulenten, großen Filme, wo halt wirklich so die verschiedensten
Superhelden drin waren, auch so ihre richtig komplett eigenen, ja, nicht nur Szenen, sondern richtig eigene Geschichten drin hatten und so. Das war ja jetzt hier in Anführungszeichen nur nicht, aber das ist natürlich Gemecker auf absolut hohem Niveau. Also mir hat der Film absolut Spaß gemacht. Ich habe den auch schon diverse Male jetzt weiterempfohlen, auf Arbeit und überall. Also ich werde nicht müde, den weiterzuempfehlen. Also geht da rein, Captain Marvel. Also das ist so erstklassige Kinounterhaltung. Ganz, ganz toll. Man muss nichts wissen über irgendwelche Vorgeschichten, über den Kanon, über irgendwas. Der Film fängt quasi bei Null an, kann man sagen, für diese Geschichte. Das Einzige, wenn man noch ein bisschen mehr Spaß haben will und auch die Outtake, die Post-Credit-Szene und sowas zu verstehen, dann wäre es gut. Aber der Film kann auch für sich selbst stehen, finde ich. Und hat sich ja gezeigt, meine Frau war ja mit, die jetzt nicht so tief in dem Thema drin ist. Und ich hatte bloß vorher mal kurz mit ihr ein paar Sachen angeguckt und habe ihr ein paar Trailer gezeigt, wo so ein bisschen was zusammengefasst war von anderen, damit sie da ein bisschen, ja, hat es auch großen Spaß gemacht. Jo. Spaß gemacht hat mir auch eine Blu-ray, die ich mal bekommen hatte. Und ich hatte da auch schon mal eine Insta-Story gemacht. Aber ich bin jetzt doch mal gebeten worden, weil ich jetzt gefragt worden bin, weil ich hatte die auch mal, glaube ich, fotografiert gehabt auf meinem Instagram-Kanal. Und da wurde ich dann auch mal gefragt, doch mal ein bisschen mehr drüber zu erzählen, über das, was da so drin ist und was da so die Spezialsachen sind. Und das möchte ich jetzt gern tun. Es handelt sich um die Blu-ray von Running Man. Und das ist eine in diesem, wie heißt das, VHS-Style. Also das sieht quasi von hinten aus wie so eine alte VHS Kassette. Es befinden sich aber sage und schreibe 4 Discs da drin. 4 Stück. Und das sind jetzt nicht irgendwie DVDs, das sind alles 4 sind Blu-rays. Nee, 1 ist DVD-Video, sehe ich hier gerade. Und eins, auf einem ist, glaube ich, auch der Soundtrack drauf, komplett. Den ich mir auch schon auf so einer Compilation, da gibt es so eine Best of Arnold Schwarzenegger Soundtrack Compilation. Wo halt die ganzen Klassiker drauf sind, Total Recall, Terminator, die ganze Musik und so, Phantom Commando. Und hier dieses Set, also wenn ich jemals sagen würde, ein Filmfan sollte das besitzen, also ein Filmfan von Running Man sollte diesen Film auf jeden Fall besitzen. Running Man war für mich auch so ein bisschen einer der ersten richtigen Action-Kracher, die ich mir mal aus der Videothek damals ausgeliehen habe, als ich dann endlich 18 war, weil damals war der noch ab 18. Und war auch irgendwie, war der nicht sogar indiziert, ich weiß gar nicht. Also irgendwie gab es den, ja, gab es den nicht in diesem normalen Bereich von der Videothek, sondern nur da, wo man reingekommen ist, wenn man wirklich erst 18 war. Und da waren halt dann die ganzen Horrorstreifen drin, die ich dann alle durchgeguckt habe. Und einer der ersten, ich hatte mir damals ausgeliehen gehabt, Stirb langsam und Running Man. Das waren so die ersten, die ich mir ausgeliehen hatte. Und Running Man, der hat mich damals genauso weggehauen wie Stirb langsam 1. Da war ich so begeistert. Ihr kennt den alle, oder? Ich brauche jetzt nicht irgendwie... Ja, ja. Ich kenne ihn, ja. Basiert ja auf einem deutschen Film, der heißt Das Millionenspiel. Und die Geschichte selbst. Und hier handelt es halt davon, dass Arnold Schwarzenegger in so einer dystopischen Zukunft ist, der bei so einer Art Polizeieinheit, die Hubschrauberpatrouillen fliegt und... Er bekommt den Befehl, eine Demonstration aufzulösen mit Waffengewalt. Er soll, ja, kurz gesagt, alles kurz und klein schießen. Und er sagt, nee, das sind ja ganz normale Leute, die einfach nur Hunger haben und da demonstrieren. Und er bekommt trotzdem den Befehl, er will es nicht machen. Wird dann von seinem zweiten Offizier dann in dem Hubschrauber, der übernimmt dann die Leitung der Operation. Und er wird dann quasi einkassiert, ausgenockt. Und diese Menschen, diese paar tausend Leute, die werden halt einfach umgebracht von diesem Hubschrauber aus, damit da wieder Ruhe einkehrt. Man merkt schon, das ist so ein bisschen 1984-mäßig. Aber dann wird dieses Video von diesem Vorfall wird so verfremdet, dass es so aussieht, als wäre Arnold Schwarzenegger Amok gelaufen und hätte gesagt, hätte den Befehl bekommen, ja, lass die in Ruhe, mach da nichts. Und er sagt, nee, ich mach die alle hey, ja. Und fängt dann an, wie wild um sich zu schießen, bekommt dann eine Strafe dafür, kommt ins Gefängnis und man hat in der Zukunft so eine sehr beliebte Fernsehshow, die heißt The Running Man. Das ist so eine Art Battle Royale, das heißt, wer zuletzt überlebt, hat gewonnen, hat seine Freiheit gewonnen. Und die Show wird von sehr, sehr vielen Zuschauern durch alle Gesellschaftsschichten angeschaut und es ist damals so eine, so also Brot und Spiele, das heißt, man,
man für die einfache Bevölkerung macht man eben diese Spiele, damit die was haben und sich nicht mit ihrem tatsächlichen Leben beschäftigen müssen, mit ihren ganzen Problemen, die sie haben. Und er wird eingeladen, Arnold Schwarzenegger, bei dieser Show mitzumachen als Kandidat, was risikobehaftet ist natürlich. Man kann da auch sein Leben verlieren. Es gibt auch so Jäger und so. Und er macht da mit und er rockt das Ganze, wie man so sagen kann. Viel mehr will ich nicht verraten. Vielleicht hat es doch noch jemand noch nicht gesehen. Diese Blu-ray-Fassung ist so ziemlich, also wirklich 4 Discs, ist total irre. Ich habe noch gar nicht alles geguckt, deswegen kann ich noch nicht über alles reden. Ist zum einen natürlich die Synchronfassung drauf und es gab bei diversen Releases, ich habe die auch schon diverse Male gekauft gehabt, Blu-ray und DVD damals und so, gab es mal eine andere Synchronfassung, die war nicht so gut. Also sehr ungewohnt auch, und gerade wenn man irgendwie noch neue Szenen eingebunden hat, die dann irgendwie vorher rausgeschnitten wurden, dann hatte man natürlich die Synchronfassung nicht mehr und hat dann irgendwie neu synchronisiert. Hier ist die originale Synchronfassung drin und über 2 Stunden Extras, neue Extras, das ist auf keiner vorhergehenden Blu-ray drauf gewesen. Dann ist hier ein riesen Booklet drin, ein Soundtrack hatte ich schon erwähnt, so Szenenbilder, die gemalt worden sind damals, wo man sich überlegt hat, wie kann das Ganze aussehen, wie ist der Stil, der Kleidungsstil. Also absolut empfehlenswertes Ding. Natürlich alle möglichen Sprachen da drauf. Also Deutsch ist in der Original-Stereo-Fassung drauf, wie es damals auch auf der im Kino dann damals lief. Dann auch so ein Remix in DTS sogar, in Deutsch und in Englisch. Und auch sogar ein 7.1 DTS HD Master auf Englisch. Total irre. Also was sie da aus den alten Dingern immer noch rausholen, absoluter Wahnsinn. Jo, kann ich euch auch gern mal ausleihen, wenn ihr da mal reingucken möchtet, wenn ihr den vielleicht auch so länger nicht gesehen habt. Die Leute, die da mitspielen, die kennt man dann mittlerweile schon fast aus diversen anderen Filmen, wo sie dann später mitgespielt haben. Ja, die Musik von Harold Faltermeyer, der ja auch für Beverly Hills Cop zum Beispiel das bekannte Thema gemacht hat, das geht auch total ins Ohr. Und da ist auch ein schöner, das habe ich schon geguckt, so ein Making-of, wie Harold Faltermeyer diese Sachen da komponiert, wie er da drauf gekommen ist auf das Thema und wie er es machen wollte. Und sehr cooles Teil. Ich werde es auch mit verlinken. Es gibt es auch bei Amazon hier noch zu kaufen, sehe ich. Ja, sind noch welche verfügbar. Hier steht auch 4-Disc Limited Collector's Edition. Ja, schlag da noch zu. Wie gesagt, limitiert heißt, irgendwann ist es zu Ende. Und dann gehen da die Preise bestimmt durch die Decke. Jo. Also ich kann es euch gerne mal ausleihen, wenn ihr möchtet, wenn ihr mal reingucken wollt. Nicht so das Rieseninteresse, höre ich daraus. Ja. Okay. Da, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir da wirklich die Zeit für nehme. muss ich ehrlich sagen. So mega spannend fand ich dann Running Man jetzt im Nachklapp auch nicht mehr. Klar, cooler Film, aber ja. It's Showtime. Ja. Ich komme wieder, hat er auch gesagt in dem Film. Ja. Naja, also meine Empfehlung, Running Man, also die allein der, ich gebe jetzt mal nur Punkte für die Blu-ray, für den Release an sich, also da liegt die bei mir irgendwie bei 9 Punkten. Also jetzt nicht der Film selbst, ja, der ist natürlich auch ein bisschen gealtert, aber die Blu-ray, boah, ey, da müssen sich andere ja echt warm anziehen da, also was hier reingepackt wurde, also es gibt ja so irgendwie gefühlt 2 Tendenzen bei Blu-rays, die ich leider beide, oder was heißt leider, zumindest die eine davon muss ich leider öfters erfahren, wenn ich mir irgendwas vorbestelle, dann kriegst du da so eine lapprige, blaste Hülle, da ist nichts drin, kein Booklet, gar nichts, da bist du noch froh, dass sie das Cover halbwegs gerade drauf gedruckt haben, dann ist da eine Disc drin, der Film, der Trailer und das war's. Ja, ganz toll. Und dann gibt's hier die andere Tendenz, die wirklich so wirklich sehr aufwendig das machen, wo für Filmfreaks viel drin ist. Finde ich voll gut. Vom Glotzbubble gab es ja bisher auch nur die Discs, ne? Ich hoffe, dass da vielleicht auch noch ein bisschen mehr reinkommt, ne? Vielleicht irgendeine Spezialfassung. Bei euch kommt der Briefträger. Ja, ich glaube. Ich bin gleich wieder da. Ach so. Dann machen wir eine Weile. Oh. Kinocharts und Neustarts. Zu früh gedrückt. Dann machen wir eine Weile die Charts. Zumindest die Charts können wir ja schon anfangen, weil da macht Christi Kino. Wie sieht's denn aus? Sollen wir sie abwechselnd machen? Wie sieht's denn aus? Ja, können wir machen. Dann also auf Platz 10 neu eingestiegen, Raid Your Date. Ha. Ja.
Dating in der Großstadt. Ich glaube. Nun gut. Platz 9, The Lego Movie 2, der schon wieder, also der erste Film, der lief ja wesentlich besser, ne? Ja, also der ist ja letzte Woche irgendwie auf 3 und jetzt ist er schon wieder Tendenz nach unten, ja, ne? Ja, Tendenz nach unten hat auch Platz 8 mit dem Club der roten Bänder, wie alles begann. Ach, das lief ja schon lange. Der sinkt immer weiter. Aber letzte Woche war der noch weiter oben. Ja, aber der lief ja schon so lange, das ist jetzt keine Schande, wenn er jetzt mal. Platz 7, Green Book, eine besondere Freundschaft. Platz 6, Hard Powder, den wir auch in der Sneak besprochen haben. Platz 5, Escape Room, hat man auch in der Sneak. Nice. Platz 4, Ostwind 4, Ares Ankunft. Ah. Platz 3, Alita Battle Angel. Platz 2, er musste den ersten Platz räumen, Drachenzähmen leicht gemacht. 3, die geheime Welt. Und die neue Nummer 1, was ein bisschen verwundert ist, weil das ganze Wochenende ist hier noch gar nicht drin, ist aber Captain Marvel. Hey. Yay! Und da gab es überhaupt irgendwie Vorpremieren? Wir haben irgendwie ja nichts mitbekommen, ne? Eine ist tatsächlich, dass am Mittwoch eine gab, aber ich bin mir nicht sicher. Weil es ja dann auch manchmal so, wenn die so viele Vorpremieren haben, dass dann schon was da. Also ich meine, dass einer unserer, einer, der auch mit uns immer regelmäßig in die Sneak geht, also nicht bei uns sitzt, aber jemand, den wir halt doch von dort kennen, der hat auf Instagram gepostet, dass er irgendwie in der Mitternachtspremiere war. Also es gab Premieren irgendwo. Boah, Mitternacht, ich weiß nicht. Also das mache ich nur bei Star Wars. Jo, Chris, wieder da? Ja. Wir sind gerade bei den Neustarts. Neustarts? Was habe ich verpasst? Ja, du bist dran. Okay. Sofort von Trautmann. Trautmann startet. David Groß ist Bert Trautmann, der nach dem Zweiten Weltkrieg für Manchester City spielte und als einer der besten Torhüter der Welt in die Geschichte einging. Soll ja eine ganz gute Story sein, weil damals, die mussten den dann glaube ich noch, die haben gesagt, der ist nicht aus Deutschland oder so, die haben dem irgendeine andere Legende gegeben, damit er eben, weil das gerade zu kurz nach dem Krieg war, durfte er niemand sagen, dass er aus Deutschland kommt und so. Das klang irgendwie sehr interessant, aber was mich hier absolut abschreckt, ist der Regisseur Markus H. Rosenbüller. Es gab 2 Filme von dem, aus denen ich rausgegangen bin. Das war Sommer in Orange und ach, wie ist dieser zweite? Hat man das nie gehabt? Das mit den Gauklern? Ja, Sommer der Gaukler, genau. Ja, also, wahrscheinlich ist es die Nadel im Heuhaufen, die da jetzt gerade, oder das blinde Huhn findet hier oder so, keine Ahnung. Vielleicht ist es mal ein guter, aber ins Kino gehe ich dafür nicht. Obwohl mich das an sich interessiert. Was mich sehr interessiert, nämlich der neue Asterix-Film, Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Ich bin, glaube ich, auch einer der wenigen, dem die neue 3D-Animation sehr gut gefallen hat, auch vom letzten Asterix-Film. Im zweiten Animationsfilm nach den Asterix-Comics sucht Miraculix nach einem Nachfolger. Doch wem soll er das Geheimnis des Zaubertranks anvertrauen? Finde ich übrigens doof. Ich will nicht, dass das Miraculix geht. Ja. Oder Asterix funktioniert nicht ohne Miraculix. Ich finde auch die neue Darstellung von Asterix und Obelix und so und dieses Ganze finde ich nicht schön. Das ist mir wurscht. Mir geht es um die Geschichte, um den Mythos Asterix, dass der bitte genauso bleiben soll. Das ist sowas, also das lässt man doch einfach bitte so, wie es ist. Es gibt Asterix, es gibt Obelix, es gibt Miraculix, es gibt Majestix, es gibt Trubadix, es gibt, wie heißen sie alle, die sollen bitte alle bleiben. Punkt. Das ist Asterix. Das ist, ich glaube, der sucht ja nur nach einem Verleihnix und was. Ich glaube, da gab es auch in dem einen Comic sowas, wo da mal so ein Gehilfen irgendjemand gesucht hat, der ihm da ein bisschen hilft, während er abwesend ist, weil er mit denen irgendwo hin wollte auf irgendeine Reise und da hat er jemand gesucht, weil irgendwie die Römer da in der Nähe waren, der dann quasi den Zaubertrank brauen kann, falls er nicht rechtzeitig zurückkommt und die Römer angreifen. So war das im Comic. Ja, du siehst, du bist bei meinem Punkt da auch. Ne? Definitiv. Also da gibt es für mich so diese, Überleg mal, die lassen Idefix sterben. Was ist dann los? Das sind ja hier quasi die Asterix-Avengers, die müssen ja alle bleiben. Ja, da kann Cäsar noch so viel schnipsen. Okay, gehen wir jetzt weiter. Soll ich mal ein Zitat zum Besten geben aus Asterix schwätzt Schwäbisch oder so? Ach nee, das kriege ich nicht hin. Doch, bitte. Jetzt möchte ich es schon hören. Ich habe es gerade wieder weg. Du bist dran. Was läuft noch so Schönes an, wo man reingehen sollte? Was Männer wollen. Im Genderswap-Remake von Was Frauen wollen, lernt Darstellerin Taraji P. Henson selbst die intimsten Gedanken aller Männer in ihrer Umgebung zu lesen.
Eine Komödie ab 12 Jahren von Adam Shankman mit Tara G. P. Hansen, Wendy McLendon-Covey, Max Greenfeld und weiteren. Und wir von KinoCast sagen, nein, tut euch das nicht an. Nennt man das tatsächlich Gender Swap Remake, also sowas wie Ghostbusters und sowas, nennt sich Gender Swap, okay. Ja. Oh mein Gott. Was Ghostbusters ist? Gender Swap? Ja, diese Neuauflage mit den Frauen, da wird ja quasi aus den Männern werden Frauen und jetzt macht man es wahrscheinlich so. Aber doch nicht bei Ghostbusters. Doch. Oh, den du schon verdrängt hattest. Ja, jetzt verstehe ich. Ja, jetzt sehe ich deinen Punkt. Ja, Entschuldigung. Das nennt man anscheinend jetzt Gender Swap Remake, um Gottes Willen. Misfit startet noch. Social Media Star Selina Moore, wer kennt sie nicht, gibt ihr Kinodebüt in dem Remake der Teenie-Komödie aus Holland um ein Mädchen, das in ihrer neuen Schule eine Außenseiterin ist. Oh je, lass mich raten, die wird dann doch keine Außenseiterin mehr am Ende des Films. Wahrscheinlich ist sie ein Good Girl. Ich habe nur drauf gewartet. Und wahrscheinlich lernt sie einen Bad Boy kennen. Apropos Good Girl, Rocker verändert die Welt. Familienfilm und moderne Pippi Langstrumpf-Interpretation über das mutige Mädchen Rocker, die nicht nur an ihrer neuen Schule alles auf den Kopf stellt. Ach, das hatte doch jemand getippt für die nächste Sneak, wenn ich mich recht erinnere. Kennst du noch Roccos modernes Leben? Ich kenne nur Ich kenne nur Rocco Siffredi. Roccos modernes Leben war geil. Ja. Und natürlich den VW Scirocco. Okay, weiter. Es läuft auch noch an Destroyer. Nicole Kidman fesselt als heruntergekommene Ermittlerin, die in einem harten Neo-Noir-Thriller die Chance auf späte Rache bekommt. Wir hatten ja letztens den mit Jessica Alba, wo sie so Rache nimmt. Ne? Aber hier höre ich total geteilte Sachen. Also eher so in die Richtung negativ, dass total scheiße sein soll, was da abgezogen wird. Dass es irgendwie völlig unglaubwürdig sein soll. Aber wenn ich hier lese, auf dem Kinoplakat steht, der beste Film, den Nicole Kidman je gemacht hat. Oje, oje. Wer sagt das eigentlich? Warum kann ich das nicht groß machen? Erster, oder? Nein. Naja, mach mal weiter. Ich guck mal noch kurz, ob ich da die Quelle finde. Oh je, nee, aber mit welchem machen wir dann weiter? Hier mit Lampenfieber nehme ich mal an, ne? Oder der Fall Sarah und Salem. Ich bin gerade nicht mehr auf der Seite. Entscheide du. Das ist schade. Ich mache einfach beide. Ich mache einfach der Fall Sarah und Salem oder Sarah und Salem. Im aufgeheizten Auskonflikt entwickelt sich die einfache Affäre zwischen einem Palästinenser und einer israelischen Frau zur brisanten Spionagekrise. Das heißt doch bestimmt Salem oder was? Salem, das sind 2 E. Ach so. Vielleicht ist Salim. Und ich möchte an dieser Stelle den großen Otto Walkes zitieren. Guck mal, ein Palast, da wohnt ein Palästinenser. Lampenfieber, Dokumentation über die Kinder des jungen Ensembles des Friedrichstadtpalasts, die sich auf ihren Auftritt auf der größten Theaterbühne der Welt vorbereiten. Vakuum. Darstellerin Barbara Auer erschüttert als Ehefrau, die vor ihrem 35. Hochzeitstag erfährt, dass sie HIV-positiv ist. Als Überträger kommt nur ihr Mann in Frage. Okay. Blöd. Er ist ein Bad Boy. And sie ist ein Good Girl. She's a good girl. Die Maske lassen wir in dem Fall weg, oder? Ja, guck mal, da gibt es noch eine zweite Seite heute. Freakshow, eine Komödie. Steht aber nichts dazu da. Ab 12 ein türkischer Horrorfilm. Hüdam 2. Und Mischmasch, Schüssli, Kogel, Mogel 3. Eine Komödie. Und Mischmasch. Und Elefanten können Fußball spielen. Ja, ein Drama. Das ist ja doch was für Perlentaucher Mischa. Ein Drama, Mensch. Über Elefanten, die Fußball spielen. Meine Güte. Naja, das war's auf jeden Fall mit den Kinostarts. Dann gucken wir mal in den restlichen Bereich hier so rein. Da nehmen wir den hier. Sneak Preview. Wir haben einen kleinen Blick in einen neuen Film. Nämlich mit einem Trailer. Der nennt sich High Life. Ein verstörendes Science-Fiction-Meisterwerk mit Twilight-Star Robert Pattinson. Und ihr habt den schon geguckt jetzt. Ja. Könnt ihr ungefähr erkennen, worum es da geht? Also, soweit ich das richtig verstanden habe, geht es da um Straftäter oder halt problematische Personen der Gesellschaft. Und
die werden irgendwie, damit sie auf der Erde keinen Blödsinn mehr anstellen, werden sie auf eine Raumstation gesetzt und leben dann dort. Und wenn ich es richtig verstanden habe, werden die dort aber auch benutzt. So, und hier im Moment. Chris, ich blick's nicht so ganz. Chris, fällt dir da nicht eine kürzlich erschienene Netflix-Serie, Animationsserie ein? Nochmal was? Ich die du auch geguckt hast. Also, es werden Verbrecher auf dem Raumschiff, wo Verbrecher sie ihre Zeit absitzen müssen. Eine Animationsserie. Ja. Ach Gott, scheiße, wie hieß sie? Lost in Space? Nee, Future, nee, wie ist... Future Man nicht. Mir ist nämlich auch gerade nicht eingefallen, aber wo ich der Kate ihre Zusammenfassung gehört habe. Gott, Space... Space. Ja, auf jeden Fall werden die Frauen Männer, glaube ich, dazu benutzt, Final Space. Ja, genau. Gott. Neue Kinder zu gebären, glaube ich. Ich habe es nicht ganz verstanden. Der Trailer sieht sehr futuristisch, sehr Avantgarde aus. Das ist... reißt mich nicht. Nee? Und Robert Pattinson spielt, glaube ich, einen Geisteskranken gefühlt. Schon wieder? Chris, du fandst, glaube ich, nicht so schlimm, ne? Der Trailer. Ich fand es ganz interessant. Es wirkt sehr düster, es wirkt sehr verstörend und es ist so eine Zukunftsvision, die ich in dem Fall nicht mal ausschließen möchte. Deswegen. Die Regisseurin, ja, wir reden von einer Regisseurin. Wir hatten ja letztens schon gesagt, hier so, warum werden hier keine nominiert und so. Eine französische Regisseurin. Und ja, das französische Kino hat ja auch immer so ein bisschen noch so einen anderen Blick auf die Dinge. Und man sieht ja auch hier, wer da so mitspielt. Also Juliette Binoche und André Benjamin und so. Also da ist es natürlich auch... Ja, sehr viel französisches Kino und so arthausig und so, wie es halt so ist. Ne? Also ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen spannend, wo ich den Trailer so gesehen hatte und die Story gelesen hatte. Habe mir gedacht, okay, werde ich auf jeden Fall mal eine Chance geben. Also wenn wir den das Sneak kommen, nehme ich den ja sowieso mit. Aber ansonsten merke ich mir den fürs Heimkino vor. Das ist jetzt nichts, wo es mich jetzt ins Kino reinzieht. Ich glaube, da hat jetzt dieser Trailer jetzt nicht so viele Schauwerte gebietet, wo ich dachte, boah, das muss ich mal im Kino sehen, die Szene. Aber mich hatte halt vor allem auch interessiert, wer hat das gedreht, weil das sah so ein bisschen, ja, so ein bisschen verkopft und verschwurbelt aus und so mit verschiedenen Handlungssträngen, so fast so ein bisschen irgendwie Christopher Nolan-mäßig und oder wie ist der zuletzt? Jetzt komme ich gerade wieder nicht auf die Namen. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier bei IMDb eingeben. Der zuletzt diesen einen Film gemacht hat. Der Erik hängt heute ein bisschen. Mega. Ja, ich, Gaspar Noé. aber ich referenziere gerade zu viel. Und deswegen interessiert mich das. Robert Pattinson hin und her. Sei Dank. Robert Pattinson ist der auf Dingsen, der Edward, oder? Der Twilight. Der Bad Boy. Der Twilight. Aus Twilight. Er ist doch der Twilight. Aber sonst die anderen aus Twilight, ne, das ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so der Riesenkracher, der Film, High Life. Ist ja wahrscheinlich eher so, ja, Special Interest oder Arthouse oder keine Ahnung. Also, das wird ja jetzt nicht der Riesen-Kino-Blockbuster werden. Also, da ist doch aus denen, die da bei Twilight, das war eine riesige Erfolge, ne? Aber wie versandet ist das alles, ha? Die hatten doch überhaupt keine Relevanz in den sonstigen Filmen, oder? Ist euch irgendwas bekannt, dass da jemand eine tragende Rolle in irgendeinem richtig großen Kracher hatte? Nee, ne? Nein. Naja. Okay, dann haben wir noch was Angenehmes, nämlich ein Poster. Also, Kirsten Stewart. Ja, wo hatten die jetzt, das meine ich ja, wo hat die jetzt großartig mitgespielt? Die hat schon bei ein paar Sachen mitgespielt, aber... Die so gut waren, dass sie dir jetzt spontan nicht einfallen. Nee, ich mag sie nicht, deswegen merke ich mir das nicht. Okay. Ja, ich schau mal nebenher. Ja, ich schau mal nach dem Good Girl. Was? She's a good girl. Ihr könnt übrigens hier auch Sachen eintragen in das Dokument, wenn ihr irgendwo einen Trailer entdeckt oder so. Ne? Nur so als echte Charlie, danke. Witzigerweise, ich wollte auch über High Life sprechen. Okay. Das war Zufall. Was hatten wir denn eigentlich für Trailer bei Dings hier, Captain Marvel? Da waren eigentlich nur so andere aus dem Universum. Ne? DC war auch mit dabei, hier der Shazam. Wenn ich mich recht erinnere. Aber ja, das war endlich mal ein Trailer, der nicht ganz so... Ja, und halt Avengers-Trailer war wieder da. Endgame-Trailer. Ja, mit... Sonst, ja, nichts Neues. Mit Robert Downey Jr. alleine im Raumschiff. Ja.
der eine Schlüsselrolle einnimmt. Was ja Nick Fury auch schon vorher gesehen hat. Aber was weiß ich schon. Ach, ist ja schon okay. Das ist ja Insider-Kenntnisse hier. Naja, liebe Hörer, ihr habt ja bestimmt alle unsere vergangene Episode gehört, wo wir bei dem Special Effects Filmstudio waren, die auch gerade ihren eigenen Film am Start haben. Was wir da übrigens ja gar nicht erwähnen konnten, / durften, war, dass nach Ende der Aufzeichnung, also in der Sendung wurde es ja mal erwähnt, dass sie einen Realfilm vorhaben zu planen und den gerade pitchen. Und spoilerfrei, Chris, können wir glaube ich sagen, wir haben den Teaser gesehen dazu, der geht ungefähr eine Minute und da hat uns alle beide extrem umgehauen, also im positiven Sinne. Also, ja. Boah, sieht der Hammer aus. Also, das ist natürlich jetzt schlecht hier so für so ein Audiomedium, wenn wir jetzt hier sowas beschreiben müssen, dass wir euch das nicht irgendwie zeigen können oder irgendwo einen Clip bereitstellen können. Aber halt die Esse fest. Also, boah. Was auch immer das bedeutet, aber ja. Ja, also den Film möchte ich gerne im Kino sehen. Und ich habe auch schon ein bisschen was angeleiert da, ein paar Kontakte hergestellt und so. Ich hoffe mal, dass da vielleicht was davon richtig zündet und fruchtet, dass sie da vorwärts kommen und die machen ja selber auch noch jede Menge. Ich hab die bloß gefragt, ob sie denjenigen und diejenige noch, ob sie die schon kennen oder so, kannten sie nicht. Und da habe ich den Kontakt mal hergestellt und ja, mal gucken, vielleicht klappt ja da irgendwas und wenn wir dann mehr erzählen können, dann werden wir das natürlich dann tun. Und aber es war echt krass, ne? Und vor allem, wir haben es nur auf so einem Tablet, auf so einem iPad-Größe gesehen. Also ich glaube, wenn ich den im Kino sehen würde, würde es ja erst recht. Also denke ich, oh, boah. Mhm. Du hast ja Kate bestimmt schon erzählt, oder ich glaube, erzählen geht ja oder so, wenn man es ein bisschen beschreibt oder so. Ich möchte jetzt hier nicht großartig erzählen, aber ja, möchte ich gern sehen. Und von diesem Filmstudio haben wir als wir da wegen Manu waren und wegen dem Interview, haben wir Filmposter bekommen zu Manu Flieg Flink, deutsches Filmposter. Und da können wir zwei Stück verlosen. Jo, richtig mit Originalunterschriften von den beiden Regisseuren. Also das ist, sollte vielleicht jemand, der wirklich da einen guten Bezug dazu hat und das in Ehren hält, sollte da mitspielen. Das werden wir verlosen. Ich glaube, ich mache da einen extra Eintrag dazu, aber ich weise jetzt hier in der Sendung schon mal drauf hin. Also guckt mal auf kinocast.net vorbei. Da wird es bald ein Gewinnspiel geben, wahrscheinlich so kurz nachdem die Sendung online geht. Jo. Ansonsten, wir haben tatsächlich ein paar Kommentare gekriegt. Haha. Und zwar, ich fange erstmal an bei denen zu Sisters Brothers. Da ist ja noch was reingekommen. Und zwar hatte der Arti, wer auch immer das ist, hatte geschrieben, so ein Thema 555, hat einen YouTube-Link, wo man den Art hier aus King of Queens sieht, wie er gerade was erzählt mit 555, ja. Der Willems, der ja auch im Stadion war, quasi am Vortag war das, ja genau, am Vortag, der ist auch wieder gut zurückgekommen. Hat sich gefreut, dass er uns Glück gebracht hat bei diesem. Naja. Und dass er, na, ich hab zu ihm gesagt, ja, ey, jetzt bist du mal hier, jetzt läuft es auf einmal, du musst öfter kommen, du bringst Glück. Ihm hat es aber auch tatsächlich ganz gut gefallen hier bei uns. Ich meine, er hat gerade mit seiner Lieblingsmannschaft Kaiserslautern ist gerade nicht so, ist gerade weit entfernt von erster Bundesliga und wenn es bei uns so weitergeht, sind wir dann auch bald nicht mehr in der ersten. Und er hatte eigentlich einen richtigen Grottenkick erwartet damals im Stadion, wo quasi der Drittletzte gegen den Vorletzten, oder war es damals der Letzte, weiß gar nicht mehr, gespielt hat, war aber doch sehr unterhaltsam gewesen. Und wenn er wieder mal eingeladen wird, wird er auch gern nochmal vorbeikommen. Also er ist da nicht von uns eingeladen worden, sondern von irgendeiner Geschäftspartnerfirma da. Und es hat leider nicht geklappt, dass wir haben es aus der Weite mal zugewunken, aber dadurch, dass er da natürlich in der Loge war und man trennt natürlich die feinen Leute von dem Pöbel, da gab es halt keine Möglichkeit, dann einfach mal so rüber zu gehen. Ne? Naja, die Steff hat auch noch geschrieben, herzlichen Glückwunsch zur 555. Folge und alles Gute an mich hier zum Geburtstag. Sie ist erstaunt, dass sie tatsächlich 11 Punkte beim Oscar-Tippspiel besser ist als der gesamte Kinocast.
und besser als zwei Drittel des Teams. Die Leinwandperlen konnte sie allerdings auch nicht schlagen, aber 11 ist ihr persönlicher Rekord. Darüber freut sie sich. Und sie freut sich vor allem, dass Green Book den besten Film gewonnen hat. Den findet sie super schön. Hat es inzwischen sogar zweimal im Kino geschaut und hofft, dass sie ihn noch öfters sehen kann. Und sie wird ihn gern nochmal im Original sehen. Sie hat das Gefühl, dass durch die Synchronisation doch ein bisschen was verloren gegangen ist. Und sie denkt, dass der Film dann bestimmt in ihre Blu-ray-Sammlung kommen wird. Naja, gibt es bestimmt dann irgendwie eine coole Edition auch, weil er Oscar gewonnen hat und so. Dann hatten wir jetzt tatsächlich zu unserer Sonderepisode zu den Lux-Studios hatten wir von den Leinwandperlen, schöne Grüße, ein Kommentar, sehr interessante Sonderfolge mit sympathischen Interviewpartnern, gleich mal White House Down wieder geschaut, die Effekte sind wirklich erstaunlich. Den Animationsfilm werden sie im Auge behalten. Spannend ist, dass ein deutsches Studio an so vielen großen Produktionen schon mitgearbeitet hat, auch wenn es mich nicht dazu bewegen kann, Independence Day 2 nochmal zu schauen. Liebe Grüße, Felix. Ja. Ja, Independence Day 2, ja, hat mich auch sehr enttäuscht damals. Aber die Effekte sind gut. Gibt's nix. Genauso wie bei White House Down. Ja, und es gibt viele Studios hier, auch gerade, also in Stuttgart selbst sind sehr viele so Visual Effects Studios, die so, Chris hatten wir da nicht mal jemand gehabt in der Sneak Preview auch, von den Gästen, der oder die hier bei irgendeinem Studio arbeitet, die für Game of Thrones irgendwelche Szenen gemacht haben. Ja, aber das ist schon ewig her. Ja, ja, oh Gott. Gott, ja, also, ja, aber ich meine, es gibt hier sehr viele Agenturen und Studios und das läuft ja heutzutage so, dass es nicht mehr ein großes Studio gibt, was für so eine Serie oder für so einen Film die Effekte macht, sondern das wird ja quasi weltweit verteilt. Da kriegt jeder so und so eine Anzahl von Takes. Wahrscheinlich auch bei irgendwelchen Avengers-Filmen oder so wird das ähnlich sein. Da ist ja fast in jeder Szene sind da Special Effects drin und dann wird das irgendwo zusammengeführt und jeder trägt da einen kleinen Teil dazu bei. Man sieht das dann immer, wenn es mal Oscar-Nominierungen gibt und da irgendwie so Visual Effects und plötzlich liest man von irgendeiner kleinen Stuttgarter Firma so, hey, ja, wir haben da auch was mitgemacht. Wir haben da irgendwie 2 Sekunden, wie jemand sich die Haare schüttelt, gemacht oder so. Das ist immer ganz interessant. Ja, also Stuttgart drin ist sehr viel so Visual Effects, also diese so Spezialeffekte und so, ja, sowas wie eben bei White House Down. Und in Ludwigsburg, die machen halt viel auch so, ja, so Stop-Motion-Animation und solche Sachen und so kleine Trickfilme und so. Gibt es auch sehr viel. Auch eine sehr gute Uni. Ja, gibt sehr viel, wenn man sich da mal ein bisschen informiert. Ja. Definitiv. Also, wer da in die Richtung vielleicht gehen möchte, beruflich oder studieren oder sowas, ruhig mal einen Blick hierher werfen, weil hier gibt es dann auch viele Firmen, die wirklich spannende Projekte haben, wo man dann relativ frühzeitig auch schon mitarbeiten kann. Ne? Wir können auch gerne versuchen, irgendwie Kontakte dann herzustellen, wenn sich jemand an uns wendet. Ja, okay, dann sind wir soweit durch, denke ich. Ja. Eine Sache haben wir noch vergessen. Gamescom? Hey, nein, fahren auf die Gamescom. Achso. Ja, da fahren wir hin, aber wir haben noch was anderes vergessen, weil letzten Donnerstag hatte ja der Erik Geburtstag. Das stimmt. Ja. Lässt sich nicht vermeiden. Ich habe auch gelernt, je mehr Geburtstage man hat, desto älter wird man. Ja, und zufällig jedes Jahr immer am gleichen Tag. Also ganz wohl. Ja, das sind Sachen. Gibt's, und ich würde einfach dem Erik hier in der Sendung nochmal alles Gute zum Geburtstag wünschen. Danke. Ja, Happy Birthday, Dank. Birthday to you. Happy Birthday to you. Vielen Dank. Happy Birthday, lieber Erik. Happy Birthday to you. Ich habe ja damit auch wieder mit unserem Kinobesuch bei Captain Marvel wieder eine alte Tradition aufgegriffen, die ich lange Zeit, also wo ich klein war, bin ich immer an meinem Geburtstag ins Kino. Ja, habe ich mir immer einen coolen Film rausgesucht. Ja, weil das unabsichtlich war. Ich hatte das noch nicht aufgeschaut. Ja, nee, aber hat ja gepasst. Das war, fand ich cool. Ja. Weil ich bin nicht so der, der dann irgendwie viele Leute einlädt und gerade unter der Woche oder sowas, dann geht's auch nicht. Dann. Und das passt dann eigentlich immer. Da kann man sagen, ja, geht schön ins Kino oder so. Genau, aber Gamescom können wir ja nochmal ein Wort verlieren. Also es gibt ja jetzt Tickets für alle, die sich da auch dafür interessieren. Es gibt jetzt Tickets für die Gamescom und wenn alle wieder rumjammern dann in ein paar Monaten, es gibt keine Tickets mehr, ja, dann bestellt halt gleich. Wir haben es euch gesagt. Dann bestellt halt gleich, ne? Das ist ja alle Jahre wieder das Gleiche. Ich überlege schon, ob ich da mal wirklich so ein Laster voll Tickets bestelle und dann einfach selber, aber das mache ich nicht. Nein. also jetzt gibt es Tickets auf gamescom.de.
einfach aussuchen, was man ist. Tickets für Privatbesucher, Tickets für Fachbesucher, Presse und sonst was. Und wir, Chris und ich und ein paar andere, der Jeff, wer noch kennt, der war auch schon hier zu Gast in der Sendung, der ja für Luxemburg, für die Luxemburger Zeitung auch so Kino- und Filmkritiken macht und sowas, der ist mit da, etliche andere noch. Also wir werden auf jeden Fall rumlatschen am Fachbesuchertag und wir sind da auch ansprechbar, wenn ihr Autogramme möchtet. Und ja, natürlich. Oder Selfies. Oder? Selfies, klar. Genau. Oder irgendwas anderes. Blutproben. Blutproben, das hast du jetzt in den Ring geworfen. Ja. Blutproben, ja. Blutproben, ach so. Nicht meine Güte. Oh Gott, da kippe ich um, wenn jemand von mir eine Blutprobe will oder so. nee, also, wie gesagt, liebe Hörer, Gamescom, achso, hier von Leinwandperlen ist, glaube ich, auch einer auf jeden Fall dabei, da weiß ich's. Und der Felix, nämlich, der ist auf jeden Fall wieder mit am Start. Mal gucken, wer noch so. Dann kann man sich ja dort mal irgendwie treffen. Wir sind ja dann noch abends noch da, vielleicht wenn ihr zu dem ersten regulären Besuchertag geht und ihr seid, reist vielleicht am Vorabend schon an, dann kann man sich da auch mal treffen. Ja, alles ist möglich. Okay, dann denke ich mal, sind wir soweit durch. War eine lange Sendung, weil wir hatten viel Spoiler-Talk, sehe ich hier gerade, anderthalb Stunde. Vielen Dank euch beide fürs Mitmachen. Sehr gerne. Oh Gott, ist das vorbei. Endlich. Ja, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, dann nutzt am besten die Kommentarfunktion auf kinocast.net. Selbstverständlich könnt ihr uns auch direkt erreichen über E-Mail zum Beispiel an mich, an eric@kinocast.net, an kate@kinocast.net, chris@kinocast.net. Auf Facebook könnt ihr uns auch direkt irgendwelche Nachrichten schreiben, twitter@kinocast, Instagram auch @kinocast, da werde ich jetzt auch gleich die Manu-Poster mal fotografieren und werde das mal darauf hinweisen, dass da bald ein Gewinnspiel kommt. Jo, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Na dann. Ich habe eine ganz schlechte Nachricht. Ich muss ganz kurz auf den Balkon raus, weil unsere Abdeckung vom Grill ist sonst weg. Ich komme gleich wieder. Oh nein. Ich kann den vorbeifliegen sehen. Bis gleich. So, dann haben wir also auch noch einen Outtake. Yay. Bis bald im Kinocast.